Au. Nur gut, ne? Habe ich noch irgendwas? Ja, bestimmt habe ich noch was. Falscher Knopf. Jo, ich war ein Einhorn. Wie Steinstatue. Oh, komm schon. Er darf niemals diesen Berg betreten. Warum? Was hat er getan? Habe ich dich etwa um Erlaubnis gebeten? Ach ja, und ich habe mich bei unserem Reiseziel geirrt. Für dich geht's bergab. Nom, 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 nom. Fuck, der Junge, vollkommen vergessen. Hi, Yuna. Scheiße, den Jungen vergessen. Ja. Wie Strafe Fehlversuche. Unaussprechliche. Wie geht's, wie steht's? Verskarte erhalten. Schau sie dir im Hexenclimax an. Hexenclimax? Das hört sich komisch an. Das Treffen. Ich will mal was gucken. Das ausreicht? Ich würde mir gerne dieses einen Talisman. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways.
Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Diese Musik ist einfach herrlich. So, was hast du denn für uns, Rody? Hm? Das Leben ist ein Arschloch. Versuch mal ein paar Jahrtausende tot zu sein. Pisst echt jeden Dämon an. Der motzt nie wieder. Kafka? Was ist Kafka? Hunderttausend brauchen wir dafür. Uhuhuhu. Hexenparfüm besteht aus einzigen Blumen und verwandelt dein Outfit in ein perfekt zu Raschka passendes Ensemble. Das probiere ich mal. Können wir jetzt unser Kostüm ändern? Charaktereinstellungen. Oh, you want to play with bayonet? You've got the right eye for talent. Shall we? Aber ich hab doch. Hä? Oh, you want to play with bayonet? Okay, Zubehör habe ich keine. Tragische Liebe. Kafka. Das ist ganz gut. Anderes Waffenset. Raschka. Schade. Okay. Ups, machen wir mal weiter. Gut, ist also nur eine Waffe. Weil es jetzt zweiter Teil ist. Wer bist du? Hey, you're the pervert staring at Bayonetta's tits all the time. Du bist doch der Perverse, sagt der Bayonetta, wahrscheinlich auf die Titten guckt. Hey, I am no. Ich hab ihn nie. Wait, how did. Woher weißt du das? No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? I'm in a hurry. Hey, kid! Ist doch der, der hier ständig auf die Titten guckt. Hat er noch nie gemacht. So much for a cat always landing on his feet, Cheshire. Fand ich auch lustig, als er das gesagt hat. Aber er hat ja recht. Ich meine, komm schon. Also im ersten Teil wissen wir Flugzeugszene, was der gemacht hat. Er hat ja nicht auf die Titten geguckt. Er hat ja den Wassertropfen angeguckt. Dass der Wassertropfen halt genau von ihren Brüsten runtertropft, kann er ja nichts für. Oh mein Gott. Der hat nichts Böses vor. Der hat nichts Gutes vor. Lass dich von dem nicht angrapschen, Bayonetta.
Ja. Er hat ja am ersten Teil schon gesagt, Tentacles, why the heck is Tentacles? Hat sie ja beim ersten Mal schon gesagt, dass sie die nicht leiden kann. Also von daher. So, ich will nur mal was gucken, warum ich hier jetzt... Yo. Kann ich damit... Jetzt wissen wir auch wenigstens, wofür Moskitos endlich gut sind, um sie einfach mit dem Bogen durch die Luft zu schießen. Auf Gegner. Kann man mal machen. Ich will mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nee, da komme ich nicht weiter. Ein Lolli. Mond! Mondstein, Flick und Sieg! Komm her, du Lümmel, durch. Pferdefleisch-Salami. Hm? Da ist meine Häcksler. So. Lecker. Ich will zwar nichts sagen, aber hattest du nicht letztens mal geschrieben, dass Bayonetta kein GSM ist? Mit diesem Schild würde ich sagen, vielleicht möglich... Aber kann ich das auch ablegen? Guck dir mal die Absätze an, Hino. Oder was sie an den Absätzen hat. Die will ich aber nicht essen, riechen oder sonstiges müssen. Ah, so kann ich das ablegen, verstehe. Ja, ist jetzt tödlich oder ist wörtlich. Ja, stell mal. Gut, es hat seinen Vorteil. Stell mal vor, sie muss sich am Arsch kratzen und will nicht, dass es irgendwer sieht. Also nimmt sie einfach damit hier, ne? Einfach die Absätze. Passt schon. Aber wenn du zu fest kratzt, ne? Dann aua bo haua. Ah, schon wieder so ein Zeitding. What the fuck?
werde diese Challenges nicht machen. Wo muss ich? Ach so, hier lang. Gerade meine Kit. Oh, du Lümmel. Du schon wieder. Mal gucken, was jetzt kommt. Hundi! Löwenhundi! Yo. Das ist ein Hundi. Miezekatze. Ah, war ja ein Säbelzahntiger. Miezekatze! Oh yeah! Damit retten wir Jan und danach wird gefistet. Was machen die glatt? Wetten? Dieses Ding schiebe ich meinem nächsten Feind in sein Arschloch und drehe es rum. Der schon wieder. Der Yu-Gi-Oh! Verarme. Seinem komischen magischen Dreieck um den Hals. Beschwöre ich das Herz der Karten. Ich rufe das schwarze Magiermädchen. Es soll mich bezirzen. Den schwarzen Magier, der soll eifersüchtig zugucken. Mein Schädel platzt gleich. Sicher, dass es dein Schädel ist? Shit! What was that? Wer ist das? Er sieht aus wie ein Arschloch. Nice mask, mate. Nette Maske, Kumpel. Bist auf dem Weg zur Hexenparty? Nicht das beste Kostüm, das ich je gesehen habe, aber sie scheint nicht allzu wählerisch zu sein. Komm mir nicht in die Quere. Wo ist sie? Du willst also echt zur Party? Die Schnecke ist ganz schön beliebt, meine ich. Sorry, Kumpel. Aber ich habe nicht den blassen Schimmer. Hab sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Und selbst wenn ich wüsste, wo sie steckt... Wir haben eine ganz spezielle Beziehung. Then this will be all the easier. Shit.
Diesmal. Alter, mit diesen Fäusten kannst du richtig tief eindringen. Entschuldigung. Ich will zwar nichts sagen, aber... Das war nicht schlecht. Okay, da kann ich nicht hin. Aber ich kann nur ein bisschen die Einrichtung kaputt machen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich wohl... Warte mal, von hier kam ich doch. Ich nicht von hier. Hätte gerade Tia gesagt. Schön. Judy Full. Achso, ich wollte eigentlich Nein drücken, weil ich habe sowieso noch nicht genug Kohle. Das Kufka zu kaufen war okay. War aber ein bisschen, ich weiß nicht. Habt ihr morgen wieder Schule? Ich weiß ja, dass ihr beide noch in die Schule geht, Justin und Luna. Wir müssen doch bald... Nee. Tata. Done and done. I like it when they come quiet. Ich mag's, wenn sie still werden. Heißt, dass sie noch Saft übrig haben für den Rest der Strecke. Viel Spaß mit Bayonetta. Das sieht aus, als könnte man damit ganz viele. Wer jetzt an SM Lineups denkt, der denkt genauso wie ich. Ich versuche jetzt mal so gut wie ich kann zu sparen, obwohl ich nichts mehr zum Heilen habe. Verdammt. Okay, das ist cool. Oh, guck mal, die lieben sich. Hahaha, das ist der erste Date ruiniert. So, weg mir die, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Die Bayonetta steht nur auf echte, trottelige Kerle.
die zwar einen guten Auftritt hinlegen, aber einen lustigen Abgang. Nicht auf solche Lappen. Für Bayonetta muss man mit diesen Absätzen klarkommen. Das haben die nicht geschafft. Horn des Einhorns. Geht's auf den Beinen, der Kleine. Aber ein Ausweichen bringt nicht viel. Irgendwann landet ein Treffer. Naja, Mami Bayo ist ja hier. Adult picks on little children. I'm not a child. A mask. Let me guess. This is one of your assistants, little one? Nothing comes to mind, love. Sorry. Keine Ahnung, Schnecke, sorry. Maybe you've got something you'd like to tell me, love. Willst du mir irgendwas sagen, Schnecke? Ich habe keinen Bock, in einen Beziehungsstreit zu geraten. Trust me, little one. He's not my type. Ja, an der hatte ich ein bisschen. Ja, kann man mal machen. Oh my, you're a Lumen Sage. Nach dem Auftritt glaube ich nicht, dass das Jugendamt zustimmt, dass Bayonetta dich adoptiert. Ja, natürlich. Jetzt schickt er deine kleinen Haustiere los. Das kann ich ja auch. Ja, yeah, Jonas Haustier. Hallo. Yeah.
Also cinematisch können sie es. Komm schon, Miss Butterfly. Habe ich noch irgendwas, um mir zu helfen? Irgendeinen Lolli, den ich nochmal schnell aufnuckeln kann. Den benutze ich mal. Au. Zu den Brücken. Ganz normale Ehestreit. Kann man schon mal machen. Also zur Story. Jan ist am Sterben. Liegt sozusagen nackt bei Rodin im Sarg. Deswegen hat die lange Haare und der Bayonette haben sie die kurzen gegeben. Nehme ich an. Wir müssen jetzt zu diesem Berg, um in die Hölle zu gehen. Und dort können wir dann... wie heißt Jan aus der Hölle oder der Unterwelt rausbefreien, also ihre Seele zumindest. Ich muss mal bald wieder ein paar Lollis holen. Ich sollte öfters mal X und A kombinieren. Hat er sich einen Kuss geklaut? Nutze logisch, indem du neige L und drücke R zweimal. Musste das sein, kurzer. Wake up. Damn it. Wake up. Enough jokes. Wake up. Dieser kleine Bastard. Komm schon, Schnecke, so ein Kinderstreich bringt dich auf die Palme. Und du? Findest du es klug, dich von jemandem totzustellen,
der dich töten kann. Männer spielen halt gern Schnecke. Alles für nichts und wieder nichts riskieren. Genial. Ich kenne so einen kleinen Jungen. Der ist mir jetzt schon begegnet. Let's go. We're almost to the cathedral. Interessant. So, wollen wir mal gucken, wo ich was finde. Nutze die Fähigkeit der inneren Natter, um zu schwimmen. Wollen wir mal machen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich kann jetzt also eine Schlange werden. Okay, das ist cool. Lolli! Luigi! Luigi, Luigi! So, jetzt will ich aber noch mal gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt? Nee, ne? Ja, gehen wir einfach mal weiter. Ich hab doch... Achso, ja, falscher Knopf, Entschuldigung. Ich wette mit dir, da geht's zur anderen LP. Ich glaube, mit dem Bogen bin ich besser dran. Gerade hier gegen diese fliegenden Fotzenlappen. Die mit ihren Tentakeln ständig nur... Mondperle. Nehme ich mit.
nicht überhaupt richtig. Das sieht so aus, als wenn ich wieder zurück wäre. Ernsthaft? Oh, komm schon. Steuerung der Schlange ist jetzt nicht so geil. Dieses ganze das Kamerawackeln war ein bisschen schwierig. Geht's doch bestimmt ab. Das sieht doch irgendwie so ein bisschen nach Kampfarena aus. Auch komisch, dass früher war das L1. Warte mal, LR. LB. L, Entschuldigung, um Waffen zu wechseln. Jetzt ist es R. Aber die sind schneller geworden. Die Krähen zu finden. You got Halo. Die Sachen zu kaufen, die Sachen zu holen, sind jetzt. Scheiß Dingsbums. Ich kann mir doch die Sachen. Ich kann mir die Sachen nur holen, um gerade so am Leben zu bleiben. Mal kurz das Fenster aufmachen. Es ist warm draußen. Scheibe oder eine Art Apparat zu sein. Ich versuche sie zum Laufen zu kriegen. Das passiert also, wenn Bayonetta an der Stange tanzt. Da berührt sich eine gesamte Brücke. Kann man mal machen. Doch wieder so ein Halunke. Minecraft-Gegner 2.0. Oh, Farmen der Feind. Pain. Schattenwelt. Ein Dämon. Ein Freund, Love? I think my friends and I might have had a falling out. Ich glaube, wir haben uns wohl etwas zerstritten. Warum sind Dämonen hinter mir her? Hier läuft das falsch. Mit dem Gleichgewicht der Kräfte ist alles in Schach. Stimmt was nicht? Yeah.
erstens mal ein Einhorn. Yeah. That's what I'm talking about. Da komme ich wieder nur hier hoch. Petrale der Kaskaden. Yo. Jetzt endlich Ruhe im Karton. Danke. Naja. So, wahrscheinlich muss ich hier hoch. This is it. The bridge to the heavens should be right above us. Die Brücke zum Himmel müsste direkt über uns liegen. Bist du dir sicher? Not really. Nicht wirklich. Not really, huh? Nicht wirklich, aber du hast recht, wir sind da. Dennis. Call it a woman's intuition. Weibliche Intuition. Women's intuition. What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. What? I spent 500 years not knowing who I was. I only found out the truth recently. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to. It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. Mach vor den Mädels keine Mimose. That's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Bayonetta. Was ist los? Let's do it. Alles klar. Oh, Niflheim will ich nicht hin. I remember this. Huh? Der schon wieder. You again? Du schon wieder. Oh, hey. Oh, hallo, das Plappermaul. So, ich sehe, ihr kennt euch schon. How did you get here? Wie bist du hergekommen? Ich bin der große Luca. Ich habe eine ganze Qual nicht durchgemacht, um einfach mal zufällig irgendwo aufzutauchen, ne? See? Siehst du, für nichts und wieder nichts. Wie ich dir sagte, ich kenne noch so jemanden. Hinter was bist du diesmal her? Oh, hinter diesem und jenem. Lass mal aufzählen. Ich habe ein super geiles Fischrestaurant entdeckt. Die machen ein irres Filet Mignon. Viel wichtiger ist, ich habe da eine alte Nato-Mythos nach. Legende von Aesir. The legend of Aesir?
fairy tale is? Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the Earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Yeah. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes? That's right. The eyes of the world, controlled by a Lumen Sage and Umbra Witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage. Do the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer. How do you find these things? I've done my homework. Ich hab meine Hausaufgabe gemacht, weißt du Bescheid. The Marvels, Magnificent, Magnanimous, Luca! Kann man mal machen. Genug gequatscht. Bayonetta steht nicht so auf Schwätzer. Get up!
Ich habe einen viel besseren Bogen als du. Der schießt mit Fliegen. Oh, der schon wieder. Shit. We're not going to make it. Flughörnchen! Chip-chip-chip-chip-chip-chip. Ritter des Rechts. Chip-chip-chip-chip-chip. Die Bösen geht es schlecht. Entschuldigung. Oh nein, wir müssen jetzt den Kleinen steuern. Au! Kann ich ihn mal ausweichen? Ist klar, ne? Ja, doch, eine Platin-Trophäe. Yeah. Du böser Lümmel. Au.